Hallo, 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 willkommen zurück. FIFA 15 Beer Pro gegen Manchester United geht es jetzt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt in die Rotation geraten. Nee, tun wir nicht. Wir dürfen mit Iniesta in die Startelf. Cool. Gehen wir gleich mal rein ins Spiel. Form ist okay, sagt der Trainer. Spielen mal hier in den Trikots, damit das hier nicht zu Irritation kommt. Wir steuern das ganze Team, wie immer. Und dann geht das los. Nach der Skill Challenge. Menu versus Barcelona im Estadio Camp Nou. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr seid bereit für dieses Spiel. Auf jeden Fall ein richtiger Leckerbissen. Und Barca muss auch gewinnen, ne? 3 Punkte. Gegen Brøndby hat man verloren in der Champions League. Da wurde Todos noch geschont. Das ist die Aufstellung. Vermehlen heute in der Innenverteidigung. Busquets, Iniesta, Todos, Delufu, Pedro, Messi vorne drin. Dürfen wir auch kurz die Aufstellung von Manchester sehen? Ja. Da haben wir De Gea mit Jones, Royo, Raphael, Sor, Khedira, Di Maria, Blind, Mata im Mittelfeld, Van Persie und Rooney. Die Doppelspitze. Und ein Franzose pfeift das Ganze. Wir dürfen gespannt sein. Los geht das Ganze. Barca Heimspiel mit Flutlichtatmosphäre. Montoya. Macht Todos hier nicht schlau. Mata van Persie mit der riesen Chance hier nach 3 Minuten schon das 1-0 zu stellen. Das Ding hätte sich dann Todos aber mit ankreiden dürfen. Auf jeden Fall. So, Messi hier mit ein bisschen Platz. Messi mit einer ganzen Menge ein bisschen Platz. Oh, und De Gea ist unten. Keiner greift Messi an. Kennen sie vielleicht nicht. In Manchester. Den Messi. Oh, springt ihn der Ball gegen die Hand. Bekommt den Freistoß. Das ist nett. Das ist nett vom Schiri. So haben wir. Aber Rooney setzt hier gut nach. Pedro. Montoya da unten steht. Delufu. Khedira kloppt den Ball raus. Vom großen Rivalen gewechselt. Nach United. Andres versucht sich rumzudrehen. Und Di Maria auch von Real. Also die haben hier so ein bisschen die Realschule. Van Persie. Raphael. Dribbelt sich hier durch die Verteidigung. Khedira. Todos hier quer über den ganzen Platz. Pass wird hier schön abgewehrt. So, Busquets. Keine Anspielstation. Messi. Ah. Da stehen sie natürlich. Barca heute so ein bisschen mit der Abwarten-Taktik. Iniesta versucht es mit Außenriss, passt gegen Khedira. Der macht das richtig stark. In der Szene. Boah, jetzt. Ah, der Pass wird nicht ankommen. Zu einfach zu durchschauen, das Ganze.
Ja, war ein Foul mit dabei, gibt Freistoß für Manchester. Shaw macht das. Wird den Ball reinsäbeln in den 16er. Und Einwurf für Barcelona. Pedro. Messi. Nimmt hier Iniesta mit. Sein ganzes Leben bei Barcelona gespielt, Iniesta. Auch Barca kann das Spiel breit machen. Vielleicht Sotos jetzt mal mit der Chance. Nein. Messi. Messi mit der Schussmöglichkeit. De Gea. Iniesta schnappt sich den Ball zur Ecke. Oh, die war schlecht. Montoya mit der Schusschance. Und jetzt wird abseits gepfiffen. Ich habe schon die Fahne gesehen, dann habe ich gleich weitergespielt. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass der Mann. Oh, da liegt einer, bleibt einer benommen liegen. Aber Messi, der läuft, die laufen sich da nicht so richtig frei. Jetzt gibt es wieder Freistoß. Piqué ist da angeschlagen. Das ist nicht gut. Ganz wichtiger Spieler für uns. Rafael zieht hier durch die Verteidigung. Wird wieder Freistoß gepfiffen. Piqué hat hier immer noch den Rücken. Da geht Bravo gar nicht erst hin. Hätte er eigentlich den Eckball verhindern können. Ecke kommt, aber der Mann am ersten Pfosten steht auch da. Joyo! Total frei hier. Kann also 1-0 markieren für Menu. Alter Schwede, steht der frei. Riesenloch. Und da sagt auch ein Innenverteidiger Danke. So, die Lufu. Versucht hier mit dem Kopf durch die Wand. Menu also mit 1-0 vorne. Vielleicht hat sich da bemerkbar gemacht, dass Piqué angeschlagen war. Dass sich da so ein Loch reißt. Ich versuche es mir irgendwie zu erklären. Und da war das nächste Riesenloch. Rooney hier fast auf 2-0. Was ist denn hier los? So, Sotos jetzt nochmal auf Pedro. Der macht das geschickt. Schöne Parade wieder von De Gea. Und Khedira kann den Ball erstmal kontrollieren. Messi. Wow, blind, ganz starkes Tackling. Waren wir eigentlich schon vorbei. Dann kommt da noch die Pike der Grätsche ran. Eieiei. 1-0 hinten zu Hause im Nou Camp gegen Barcelona. Oh, Rakitic für Sotos. Klare Worte hier vom Trainer. Der Lufu, der umkurvt sie alle. Und Messi an den Pfosten. Da regt er sich auf, aber der Kopfball aus dem Winkel war natürlich auch richtig schwer. Sotos blieb also in der Kabine. Schiedsrichter pfeift sehr, sehr kleinlich. So kommt hier aber kein großer Spielfluss zustande, Herr Schiedsrichter. Ach,
Rakitic wird wieder gefoult. Da wird es dann nicht gepfiffen, komischerweise. So, Messi jetzt mal mit ein bisschen Platz. Der Luvu soll angespielt werden. Raphael stellt den Laufweg zu, den Passweg. Und schon war die Szene wieder vorbei. Rooney tanzt hier gegen 2-3. Die Flanke ist weg. Nein, kommt bei Shaw an, aber der kann den Ball nicht annehmen. Pedro, uiuiui. Also heute bei Barca läuft nicht viel zusammen. Rooney. Iniesta. Jetzt auch von den gestern nicht wirklich so viel zu sehen. Das mal schön gemacht von Deluvu. Messi wird hier wieder richtig gut abgegrätscht. Richtig guter Pass hier für Rooney. Aber auch diesmal gut aufgepasst hinten. Messi. Bleibt an Jones hängen, kommt da nicht vorbei. Sieht heute auch wenig Stiche. Jetzt vielleicht nochmal Messi. Vielleicht nochmal Messi, der ist durch. Nein, legt er sich zu weit vor. Legt er sich ein Stück zu weit vor. Und der Rea ist auch noch dran dann. Weil der kommt ja noch zum Schluss. Ist ja die Krux daran, Kopfball Piqué. So, Messi musste dann raus. Luis Suarez kam. Etwas körperbetontere Stürmer. Ich habe auch noch nicht den Knopf für die Beißattacke gefunden. Hätte man doch so mal als Gag einbauen können. Dass er anstatt zu faulen, ihn einfach anspringt und beißt. So, Raphael. Ui, das war noch ganz knapp außerhalb. Freistoß von Percy. Flach rein, Rooney. Und dann haben wir Luis Suarez. Pedro Suarez, jetzt schön gespielt. Deluvu. Mann, spielen die das hinten stark heute. Vermeulen hält auch nichts mehr hinten. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Blind runter, richtig stark gespielt. Da haben wir Suarez. Der probiert es einfach mal. Schuss geblockt. Iniesta mit der Ecke. Deluvu steigt hoch. Und schau auch sofort dann wieder beim Mann mit dem Ball. Also Barcelona ist hier nicht so schlecht. Kopfballmöglichkeit jetzt wieder. Aber der Rea hat heute auch einfach mal einen Spitzentag erwischt. Iniesta nochmal nach vorn das Ding. Pedro bleibt wieder hängen im Zweikampf. Rakitic. Oh, springt Suarez gegen den Fuß. Kann er nicht kontrollieren. Joyo, der Torschütze, der Innenverteidiger, der hier das Siegtor schießt, womöglich.
Die haben natürlich Zeit jetzt, ne? Wer will es ihnen verübeln? Die Vermeele nochmal. Luis wird nochmal geschickt. Der flackt nochmal hinein. Pedro, nein! Pedro, die Riesenchance hier zum Ausgleich noch. Tja, das war's. Verloren gegen Man U. Wir sowieso nur eine Halbzeit dabei. Haben es wohl uns irgendwie ein bisschen verbockt mit unserem Trainer. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Wir sehen uns wieder im nächsten Park.